herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Diesmal kaum zu übersehen, unser Testkandidat, der Viha Werkzeugrucksack mit 28 Teilen in der Ausführung für Elektriker. Zum Zeitpunkt dieses Videos kostet dieser Rucksack stolze 522 Euro auf Amazon. Das nenne ich mal eine Hausnummer. Da muss schon einiges drinstecken, schon einiges geliefert werden, dass sich das lohnt. Und ob sich das lohnt, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Vorweg aber mal ein paar Informationen, die ich mir hierzu aufgeschrieben habe. Der Rucksack selbst ist kompatibel mit dem Molo-System. Das sind diese schönen Schleifchen, die ihr ringsrum habt, wo ihr dann die bekannten Erweiterungstaschen vom Mole einsetzen könnt. Oder die Erweiterungsfächer. Ich zum Beispiel habe eine Mole Verbandstasche, die kann man dann wunderbar hier dran integrieren und hat den Rucksack somit erweitert. Das Außenmaterial ist ein 1680D-Stoff, der nicht nur robust, sondern auch wasserdicht sein sollte, sprich auch den kräftigen Regenschauer auf der Baustelle mal problemlos überstehen sollte. Wir haben im Rucksack mitgeliefert 28 Teile, die schauen wir uns gleich einmal genauer an. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Hier vorne habt ihr übrigens den Pepper mit dem Inhalt. Also mitgeliefert wird einmal der Elektro-Schlitzschraubenzieher in Klingenbreite 3,5, 4 und 5,5. Der PH1 Kreuzelektroschraubendreher. Der PH2 Kreuzelektroschraubendreher und der SL oder besser gesagt PZ2 Kreuzschraubendreher. Dann gibt es den Multischrauber mit 3,5 PH1, PH2, SL, besser gesagt PZ2. Die Spitzzange mit 200 mm, die Kneifzange mit 160 mm. Die Kombizange mit 180 mm, einen 10-teiligen Imbusschlüsselsatz, eine kleine Wasserwaage von 40 cm, einen 2 Meter Zollstock, den Abisolierer von 0,5 bis 6 Quadratkabel, sprich um die Außenummantelung abzuisolieren. Und das scheint soweit schon gewesen zu sein. Und natürlich den Rucksack. Wir machen das erste Fach einmal gemeinsam auf. Hier drin haben wir nochmal die Möglichkeit, weitere Werkzeuge zu verstauen. Hier vorne ein kleines Gewebefach. Hier um noch ein paar Schraubenzieher, Zangen oder ähnliches runterzubringen. Messequipment. Und nochmal eine weitere Broschüre. Tja, seht ihr, hätte ich mir die ganzen Notizen gar nicht machen müssen. Die haben wir hier nochmal drin. Was die Vorteile des Rucksacks betrifft, woraus er gemacht ist, wie er verarbeitet ist. Klemme ich euch einfach mal am Ende des Videos mit dran. Dann könnt ihr euch das selber einfach anschauen. So, weiter geht's. Hier oben haben wir das kleine praktische Fach, um zum Beispiel einen Multimeter reinzustecken. Unsere Messtechnik. Perfekt. Dann haben wir hier das Fach. Ihr seht, ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Der Rucksack ist noch komplett verblombt. Wir machen das also zusammen auf. Dazu brechen wir jetzt erst einmal hier die Blombe. Hätten sie am besten im vorderen Fach gleich die Zange reingetan, dann wäre das einfacher gewesen. Wenn ich besser vorbereitet wäre, hätte ich jetzt natürlich mein Messer in der Tasche. Aber geht auch so. So, die Blombe ist frisch gebrochen. Ihr kriegt also mit mir zusammen den ersten Einblick. Und natürlich, wo die Blombe saß, könntet ihr auch ein kleines Schloss reinmachen, damit sich niemand in eurem Werkzeug vergreift. So, hier haben wir jetzt den vollen Einblick. Und wie wir schon mal sehen, eingeräumt ist der Rucksack noch nicht. Es kommt alles verpackt. Hier in dem Fall jetzt in einem Plastikbeutel und ein bisschen Plastik. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn das schon alles schön in die Fächer einsortiert worden wäre. Aber am Ende wäre es nach dem Transport wahrscheinlich sowieso. Die Werkzeuge schauen wir uns gleich zum Schluss einmal gemeinsam an. Jetzt erstmal ins Fachinnere. Ihr seht, auch hier wieder reichlich Stauraum.
um Werkzeuge, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, alles Mögliche unterzubringen. Ja. Weiter geht's. In dem sogenannten Bürofach. Hier vorne machen wir erstmal alles wieder zu. In welches laut Angaben von VIA ein bis zu 16 Zoll großer Laptop Platz finden soll. In diesem Fach hier. Und ich würde sagen, das sollte problemlos möglich sein. Hier könnt ihr dann eure Schreibutensilien, Unterlagen und so weiter alles reinpacken, was ihr so auf der Baustelle braucht. Bauzeichnungen, Pläne, Tabellen, Taschenrechner, wer dafür nicht sein Smartphone verwendet, euren Laptop, euer Tablet, eure Messtechnik, was ihr so alltäglich benötigt. Also Platz ist hier schon einiger drin. Und auch an die Kollegen und Kolleginnen, die das Ding ständig umtragen müssen, wurde gedacht. Also die Träger sind ordentlich gepolstert mit Luftlöchern, damit gut durchlüftet werden kann. Träger haben auch, wenn ihr hier jetzt mal in meine Hand schaut, eine recht ordentliche Breite. Sprich, selbst wenn der Rucksack mal mit 20, 25 Kilo voll sein sollte, solltet ihr hier noch bequem tragen können. Gut, die Trageschlaufe hier in dem Griff ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Dafür habt ihr aber ja die große stabile Trageschlaufe, Tragegriff, nicht Trageschlaufe, der also auch wirklich gut in der Hand ist. Hier oben gummiert ist, was natürlich die Griffigkeit wesentlich erhöht. Jetzt ziehen wir uns das ganze Teil einmal kurz an, damit ihr das auch mal sehen könnt. Ich habe extra für das Video die Jacke angelassen, weil viele sind ja auch im Winter draußen unterwegs, wollen dann vielleicht nicht unbedingt im Hemd oder T-Shirt rumlaufen und haben eine schwere Jacke an, so wie ich jetzt. Wie ihr sehen könnt, ihr habt hier oben den Brustgurt. Hier unten hat man auf einen Tragegurt verzichtet. Ist natürlich praktischer, um den Rucksack schnell an- und auszuziehen. Allerdings hängt dann die volle Last natürlich hinten bei euch im Rücken. Gut, der Rucksack ist jetzt leer, hat kein Gewicht. Lässt sich so aber ganz nett tragen. Mir fehlt tatsächlich aber ehrlich gesagt so ein bisschen der Hüftgurt, der hier ein bisschen stützt. Hier diese seitliche Bewegung ein bisschen verhindert, gerade wenn man jetzt ein Gerüst raufklettern muss oder ähnliches, hat man da gerne etwas mehr Stabilität. So, zum Rucksack hänge ich euch jetzt in das Video noch ein paar Detailbilder rein, dass ihr euch das alles mal etwas genauer ansehen könnt. Und sobald die durchgelaufen sind, sehen wir uns wieder und schauen uns einmal das Werkzeug zusammen an, was wir hier mitliefert. Ich hoffe, die Detailbilder haben euch einen guten Einblick in den Rucksack gegeben, in die einzelnen Fächer und Verwendbarkeit. Bevor wir uns jetzt einmal dem Werkzeug widmen, möchte ich euch aber mal zeigen, was alleine mit den mitgelieferten Werkzeugen für ein Abfall zusammenkommt. Und das ist alles der Abfall, wo das hier auf dem Tisch drin verpackt war. Finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Der Rucksack selbst kommt schon in einen sehr großen Karton geliefert. Sieht optisch gut aus, aber
Wir reden hier von Werkzeug. Ne, ich muss nicht jeden Schraubendreher hier einzeln verpacken. Wir haben hier keinen Neuwagen oder Fernseher mit Hochglanzrahmen. Wir reden hier nun mal von Werkzeug. Hätte man sich ein bisschen sparen können. So, nun einmal zum Überblick zum Werkzeug. Auch da gibt es am Ende nochmal Detailbilder. Und was wir uns natürlich auch am Ende anschauen wollen, ist, wie gesagt, 522 Euro kostet dieser Rucksack mit 28 Teilen. Und da wollen wir natürlich wissen, ist es das wert? Ja. Wir sehen jetzt hier einmal die Übersicht an Werkzeugen, die geliefert wurden. Einmal hier der VIA Pocket Max mit den einzelnen Steckeinsätzen, die wir natürlich dann vorne reinmachen können, um damit zu arbeiten. Ich finde das System echt klasse. Spart einem viel Werkzeugwechsel. Aber am Ende muss natürlich auch der Preis passen. Was natürlich auch nice ist, das Ganze hier wird mit einem Magneten zusammengehalten. Sprich, nichts Schrauben, nichts, was sich verkeilen kann. Einfach ein kleiner Magnet drin. Keine Sorge, kriegt ihr alles in Detailfotos mit ins Video gepackt, der das hält. So, dann haben wir, wie gesagt, unsere Kreuz- und Schlitz-Schraubendreher. Und wenn wir gleich einmal schauen, wie ist der Gegenwert von diesem Rucksack zu den 522 Euro, werden wir uns auch einmal die einzelnen Artikelnummern anschauen und was diese in der Einzelbeschaffung kosten würden, um den Kosten-Nutzen ein bisschen zusammenzukriegen. Gut, das einmal zum Überblick zum mitgelieferten Werkzeug. Ich meine, wenn man natürlich hier einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-teiligen Imbusschlüsselsatz mitliefert, hat man die 28 Teile, die beschrieben werden, auch schnell erreicht. Aber so ist das, da müssen wir jetzt mit leben. Im Endeffekt steht in der Produktbeschreibung, was drin ist, und wir schauen uns nur an, ob das Werkzeug vernünftig ist und ob der Preis am Ende angemessen ist. Von der Werkzeugqualität sage ich euch ganz klar, sauber verarbeitete Schneiden, ordentliche Zangen mit wirklich sehr schöner Verarbeitung, auch sehr nice zu führen. Ihr seht hier, ich mache es im Endeffekt gerade mit vier Fingern. Ne, also wirklich sehr angenehm. Auch die Spitzzange hier vorne, die gefällt mir sehr gut. Die Verzahnung, wie gesagt, gibt es gleich alles in Detailbildern. Alles sehr smooth zu bedienen. Ihr seht auch, da ist ab Werk eine kleine Ölschicht mit in den Gelenken drin, eine kleine Fettölschicht, die das alles etwas geschmeidiger hält, auch für den Transport. Ja, der Kabelabisolierer in der bekannten Form. Ich meine, hier sind jetzt keine großen Werkzeugneuheiten drin. Die meisten von euch, die sich für das Thema interessieren, die werden das hier alles schon kennen. Aber der Rucksack ist natürlich neu in dieser Art. Und die Wasserwaage kannte ich so bisher auch noch nicht von dir. Die gefällt mir jetzt auch erstmal recht gut im ersten Moment. Hier lassen sich dann die Steckdosenabstände schön einstellend einzeichnen zum Markieren, wenn man diese ausbohren will. Das ist also wirklich nice. Die Wasserwaage hat für ihre recht geringe Größe auch ein ordentliches Gewicht. Das muss man sagen. Die Blasen sind natürlich nicht austauschbar. Das haben die wenigsten inzwischen noch, dass man mal eine neue Blase reinmachen kann, wenn da was passiert sein sollte. Sieht aber soweit erstmal alles gut und wertig aus. Okay, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt einmal mit den Detailbildern alleine. Ihr könnt euch die einmal in Ruhe anschauen. Ich werde jedes Werkzeug einmal im Detail für euch jetzt auf den Bildschirm bringen. Und wenn das durch ist, dann sehen wir uns im Off. Das bedeutet, wir schauen uns zu den einzelnen Bildern einmal den Preis an. Was würde zum Beispiel hier der gute PH200er Schraubenzieher kosten, wenn ich den von mir einzeln erwerbe? Dann rechnen wir zusammen, was wir allein für das Werkzeug gezahlt hätten. Dann können wir ja grob überschlagen, was der Preis für den Rucksack ist. Und dann schauen wir, ob es das wirklich wert ist.
So, und da ist sie auch schon, die freundliche Stimme aus dem Off. Bevor wir uns jetzt mit den Preisen der einzelnen Komponenten beschäftigen, hier noch einmal die Detailbilder zusammengefasst. Natürlich habt ihr jetzt auch die Gelegenheit, dem Video einen Daumen hoch dazulassen, den Kanal zu abonnieren. Aber schauen wir uns jetzt einmal die Preise an. Um die Sache etwas zu vereinfachen, habe ich den günstigsten ermittelten Preis genommen und diesen einfach auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. Fangen wir einmal an mit dem Zollstock. Dieser ist für ca. 9 Euro zu kriegen. Die Kombizange knapp 19 Euro, der PH2 100 mm Schraubendreher 8 Euro, der PZ2 100 mm Schraubendreher 15 Euro, der 1x 5,5 x 125 mm Schraubendreher 9 Euro, der PH1x80 sind wir bei 7 Euro. Der 0,8 x 4 x 100 mm Schraubendreher ebenfalls 7 Euro. Der 0,6 x 3,5 x 100 mm Schraubendreher 6 Euro. Der Pocket Max Schraubendreher sind wir bei 27 Euro. Das Abmantelwerkzeug bei 24 Euro. Der Imbusssatz bei 15 Euro. Die Spitzzange bei 25 Euro, der Seitenschneider bei 17 Euro und die Wasserwaage bei 23 Euro. So kommen wir grob gerechnet auf 210 Euro alleine für das Werkzeug. Hätte ich übrigens nicht auf die vollen Euros aufgerundet, wären wir genau bei 206,05 Euro bei den günstigsten Anbietern hingekommen. Ihr seht, macht also keinen großen Unterschied, auf die nächsten vollen Euros aufzurunden. Nun, was sagt uns das? Wie schon am Anfang erwähnt, kostet dieser unter anderem gerade auf Amazon 522 Euro. Ziehen wir davon jetzt 210 Euro ab, die wir für den Einzelkauf eines jeden Werkzeugs bezahlen müssten, also um dasselbe Werkzeug zu bekommen, dann bleiben 312 Euro übrig, nur für den Rucksack. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, liebe Zuschauer, 312 Euro für einen Werkzeugrucksack, gefertigt in Vietnam, finde ich zu viel. Was hätte Via besser machen können? Ganz einfach, von Anfang an gleich mehr Werkzeug mitliefern, besseres Werkzeug mitliefern. Warum sind die Sechskant-Steckschlüssel nicht mit im Werkzeugset enthalten? Warum gibt es die Abisolierpistole nicht? So viele Sachen, die wir problemlos noch hätte in den Rucksack reinpacken können, um die Wertigkeit einfach zu erhöhen und auch für den Kunden was zu bieten, das den Preis so ein wenig rechtfertigt. Denn wie gesagt, 522 Euro, davon alleine knapp 312 Euro grob gerechnet für den Rucksack, nur für den Rucksack finde ich zu viel. Daher mein Endfazit: Wer ihn als Firma gebrauchen kann und entsprechend von der Steuer absetzen kann, gut, der wird damit wahrscheinlich glücklich werden. Als Privatperson gibt es deutlich günstigere Alternativen, die man sich beschaffen kann und die genauso gut sind. Von daher, via, hier gibt es noch Nachholbedarf. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, das Video war für euch informativ und hilfreich. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und wenn euch die Videos auf meinem Kanal generell gefallen, auch gerne ein Abo.